Das sind offiziell meine letzten Momente als weißer 16-jähriger Mann. Wir werden jetzt transformiert. Willkommen zu One Day Out Final Showdown. Die letzte Chance abzureißen. Ja, wir stehen einen Tag vor dem letzten Wettkampf und ihr seht hier schon, der Rice Pudding wurde sich vorbereitet, denn heute ist Ladetag, das heißt Kohlenhydrat. Das heißt, heute gibt es nicht nur 21 Gramm Rice Pudding, sondern 120 Gramm Rice Pudding. Ich habe mir das Ganze wieder auf zwei Male aufgeteilt, damit ich das mehr genießen kann. Hier haben wir normalen Rice Pudding, darüber gibt es den Whey Drip und da haben wir einmal den Rice Pudding gemixt mit dem Flavor Powder hier oben. Ich weiß, was ihr alle sehen wollt, einen Fasted Form Check am Morgen, aber es gibt nicht nur den, sondern es gibt am Abend nochmal einen Form Check und dann vergleichen wir die Form am Morgen, jetzt komplett leer, weil ich habe die letzte Woche jeden Tag nichts gegessen gefühlt, 1400, 1500 Kalorien. Und am Abend, nachdem wir die ganzen Kohlenhydrate, die wir jetzt über den Tag gegessen haben, geladen haben, also sollen wir dann voller sein. Also, jetzt ein Fasted Form Check. Und ja, übrigens läuft immer noch eine der besten Aktionen, die es einfach überhaupt absolut gibt bei ESN, nämlich die Olympia Week. Ihr habt hier die ganzen Rabatte eingeblendet. Gönnt euch, aber ich gönne mir jetzt das und ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen. Ich glaube, es reicht, wie das aussieht, dass klar ist, dass mir das jetzt gegönnt wird. Oh, ich habe einmal Bock. Ich habe einmal Bock. Schmacko Fatz. Ich bin ganz ehrlich, es fühlt sich so gut an, nicht mehr nur 21 Gramm Rice Pudding zu haben. So eine richtig anständige Portion. Und was sich noch besser anfühlt, ist, dass ich weiß, dass ich morgen auch wieder nicht nur 21 Gramm Rice Pudding habe. Denn auch die letzten zwei Wettkämpfe wusste ich ja schon, dass ich danach noch einen Wettkampf mache. Daher wusste ich auch beim Laden schon, ja, jetzt habe ich zwei Tage oder besser gesagt nur einen Tag, wo ich ein bisschen was essen darf und danach darf ich wieder nicht essen. Aber ich weiß, es ist dann bald vorbei, jetzt habe ich es dann gleich geschafft. Also ich habe es eigentlich geschafft, jetzt ist nicht mehr der harte Teil. Jetzt kann ich heute essen, morgen kann ich dann vor dem Wettkampf was essen und nach dem Wettkampf kann ich essen, was ich Bock habe. Darauf freue ich mich so unglaublich. Angekommen hier bei ProTan. Ihr seht's, ProTan since 1987. Ja, let's go. Nur ist das Problem, dass jetzt zuerst die Frauen dran sind mit dem Tanning und wir, glaube ich, irgendwie eine Stunde irgendetwas hier warten müssen, was ein bisschen beschissen ist. Ja, naja, wir müssen jetzt nicht eine Stunde warten, sondern eineinhalb, bis die Ladies getannt sind. Das ist natürlich jetzt eine tolle Aktion auf jeden Fall von den Grüße gehen raus an ProTan. Nein, ich will kein Beef mit euch, ProTan. Ich mag euch, bitte macht meine Farbe nicht beschissen. Kann ich hier mit meiner Mama eineinhalb Stunden warten. Obwohl, wisst ihr was? Die Zeit ist jetzt einmal mit meiner Mama genossen und wird das Beste draus gemacht. Das ist die Message, die ich euch jetzt hier an dieser Stelle mitgeben will. Wir können nichts dran ändern. Es gibt auch viele Situationen in eurem Leben, wo ihr nichts dran ändern könnt. Macht das Beste draus, genießt die Zeit und ja, rumheulen hilft nicht. Also bis in, für mich, eineinhalb Stunden jetzt warten. Für euch 3 Sekunden. 3, 2, 1. 90 Minuten später, wir haben die Zeit überlebt, sind jetzt bei ProTan. Was habe ich mit meiner Mama gemacht? Ich bin einmal ein bisschen laufen gegangen und danach sind wir noch einkaufen gegangen. Ein paar lecker Schmecker Sachen für nach dem Wettkampf. Und nein, es sind nicht irgendwie Donuts und so. Ich habe Früchte gekauft. Ich habe voll Cravings auf irgendwelche Früchte, weil ich durfte in der Prep nichts mehr essen, abgesehen vom Blaubeeren. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Anstehen. Jetzt hoffe ich, dass ich jetzt hier nicht nochmal eine halbe Stunde warten darf, aber wir werden sehen. Jetzt kommt gleich Farbe drauf. Your name? Jeremy Wiederkehr. Guck mal, so ein Ding kriegen wir jetzt dann gleich. Das ist wie beim Birmingham-Wettkampf die Socke. Cool. Yes, can I pay card or cash? Cash. Euro. Cash? Euro? Swiss francs you don't accept? Euro or PayPal. Fuck. Okay, then I need to do PayPal. Is it good? Yes. Nochmal 90 Euro hier fürs Tanning und ich habe schon 25 davor gezahlt. Das heißt nochmal 115 Euro für fucking Farbe. Ich bin sowas von broke. Bodenlos, oder Mama? Wie teuer ist es? Ja, extrem. Darfst du für alles zahlen.
Das sind offiziell meine letzten Momente als weißer 16-jähriger Mann. Wir werden jetzt transformiert. Und die Farbe ist drauf. Ihr seht hier schon ein bisschen. Meine Fresse wurde noch wunderweiß gelassen. Die gibt es erst morgen. Irgendwie sehe ich jetzt aus wie so, wie nennt man das? So ein weirder Ding. Wie sehe ich aus? So mit meinem Körper so tan und mein Gesicht noch so weiß wie eine Weiß halt. Ja, wie ein Globi. Wie ein, auf Schweizdeutsch, wie ein Globi. Das heißt so viel wie ein Vollidiot. Nein. Ja, kurz danke, Mann. Ey, aber sie ist auch shredded aus, Alter. Ich stehe neben dir, oder? Du bist, du bist die gleiche Klasse wie ich. Mhm. Morgen wird spannend. Viel Erfolg. Ja. Danke. Also ja, jetzt ist Farbe drauf. So spannend ist das Ganze eigentlich gar nicht bei der Farbe. Und ich bin euch auch ganz ehrlich, das erste Mal, wo ich Farbe drauf gekriegt habe, war ein sehr spezielles Erlebnis, war ein sehr spezielles Gefühl, welches ich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf habe. Und es war wirklich so, wow, okay. Aber jetzt hat sich, weil es ja auch das dritte Mal jetzt schon war. Erstens Mal war in Birmingham an der WNBF, dann an der INBA in Budapest und jetzt hier nochmal in der Schweiz und es hat sich irgendwie normal angefühlt. Aber irgendwie finde ich es komisch, dass es sich normal anfühlt. Also ich weiß nicht, ob das richtig ist, weil schlussendlich steht man ja dann da schon einfach wortwörtlich mit einer Socke gekleidet und wird angespritzt mit Farbe von irgendeiner random Frau, die davor 20.000 andere Dudes angespritzt hat mit Farbe und danach nochmal. Also irgendwie, eigentlich ist es schon weird, aber eigentlich ist es normal. Also fürs Bodybuilding ist es normal, aber eigentlich ist es weird. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, dass ich es normal finde. Aber naja, auf jeden Fall geht es jetzt wieder nach Hause und ich bin 125 Euro los. Geil. Mama, rat mal, was könnte das nächste Meal sein? Reis mit Bulle. Oh mein Gott! Wie hast du das nur erraten können? Meine Mama ist einfach ein Genie. Meine Mama ist einfach ein Genie, sie weiß alles. Hühnchen mit Reis. Oh, der Reis. Oh, das war viel. Auch. Und ihr seht's, ich habe nicht gekäfft. Wir haben einen Reiskocher. Okay, Jan, wie viel Reis? Let's go. Da sieht das Hühnchen daneben schon wie gefühlt gar nichts aus. Und das freut mich. Auch wenn ich sehr gern Hühnchen habe, ist einfach Reis nach dieser ewigen Diät ist einfach richtig krass, dass ich so viele Kohlenhydrate essen darf. Es ist jedes einzelne Meal von diesen Lademeals. Ist einfach eine Gönnung. Also bin ich euch ganz ehrlich, ist einfach eine Gönnung. Und ja, hier seht ihr jetzt auch die Farbe ein bisschen besser noch. Bam, bam, bam. Nachher geht es dann zum Formcheck, aber zuerst wird das jetzt vernascht. Mm. Und ja, Leute, so ein Reiskocher ist wirklich ein Cheatcode. Also danke für die ganzen Kommentare. Und für alle und euch, die Reis essen, mehr als einmal im Jahr oder so, holt euch einen Reiskocher. Ist ein guter Tipp. Formcheck. Wir gucken uns die Physik jetzt nochmal an. Jetzt am Abend mit den ganzen Carbs drin. Und gucken, was die Carbs gemacht haben. Mein Bauch aufgebläht. Das ist aber normal, da jetzt einfach Wasser auch angesetzt ist, da wir über den Tag halt Wasser getrunken haben, Salz gegessen haben und halt auch Kohlenhydrate, die jetzt, wie gesagt, einfach das Wasser hier gehalten haben. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hoffen, dass das über Nacht weggeht und wir morgen nicht so auf der Bühne stehen, weil das wäre nicht so gut, kann man glaube ich verstehen. Das soll aber gut funktionieren, da wir in der Nacht wahrscheinlich wie jede Nacht 8-mal pissen müssen. Aber genug Gelaber, jetzt zum Formcheck. Alter, seht ihr diese Streifen hier? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja Leute, das war's. One day out. Morgen geht's auf die Bühne und danach gibt's Essen. Ich bin mir ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich mir mehr freue. Auf die Bühne oder darauf, dass diese Wettkampf-Diät endlich vorbei ist. Ich sage euch ganz ehrlich, das war jetzt mental die letzte Zeit einfach heavy. Ich bin sehr froh, dass es vorbei ist. Aber ich hab Bock auf den Wettkampf morgen. Und da sehen wir uns. An dieser Stelle würde ich ja eigentlich Peace Out sagen. Aber waren unter euch die Realen, die bis hierher geschaut haben. Ihr schreibt in die Kommentare, Hashtag Final Showdown, weil morgen ist der finale Showdown, der letzte Wettkampf und das Ende dieser Wettkampfvorbereitung. Aber jetzt, Peace out.